Hallihallo, heute ist Samstagabend und, Samstagabend, die bringen mich völlig durcheinander. Nicht nur, dass die Spanier im Hintergrund immer Krach machen, aber guck mal, da ist er, der Achim, der bereitet sich gerade vor auf die Modenschau und die gucken wir uns hier gleich an. Wir sind bei der Eröffnung von Jenny Deluxe und natürlich Achim, da kann man es lesen, da ist er. Hallo! So, jetzt wird's gleich spannend und wir schalten in die Modenschau. Ja, den ihr da im Hintergrund hört, der da singt, das ist übrigens Dave Rowe. Der steht hier in mehreren Hotels auf. Und ja, wird immer bekannter. Also viele sagen, oh ja, jetzt kommt Dave Rowe. So ähnlich wie Alex Engel in Pargera ist das hier Dave Rowe, derjenige, der in Cala Mayor und Cala Ratjada, aber auch bei uns in Pargera unterwegs ist. Wenn man ihn dann bucht, das ist die Voraussetzung natürlich. Jenny, jetzt geht's gleich los? Ja, jetzt geht's gleich los. Okay. Ja, ich bin schon aufgeregt. Guckt euch das mal an, Achim hat Schuhe mitgebracht, einmal in 1922, ja. Der größte 49. 49. In einer Liga. Wow, das heißt Vater und Sohn oder Mama, Tochter, Mama, Sohn, ja, können alle. Ja, wie man das auch möchte, ist ja nur sexy, ist alles, kann jeder anziehen, alles wunderbar. Aber es gibt es nicht in allen Größen, aber bis 47 haben wir ganz, ganz, ganz viele. Okay. Ja, das ist so, der Knaller. Das muss man nochmal zeigen, hier. Guckt euch das mal an. Das kann man dann auch später für die Anhänger benutzen, wenn man es nicht mehr braucht, oder? Ja, für die Schalthebel. Ich bin ja auch in Weimar geboren, ne? Also, jetzt gibt es nur 7 Brücken Original von Karat. Guckt euch das mal an, ein glückliches Gesicht. Kennt Pirates TV und guckt euch mal die Tasche an. Die machst du selber? Genau, die nähe ich alle selber. Ja. Du musst unbedingt mal zu uns nach Pargera ins Studio kommen, das mal ganz in Ruhe zeigen. Sehr gerne. Und ja, guck mal an. Ey, sogar was für Landfrauen dabei hier mit. Das könnte eine Biene sein, oder? Genau, das ist eine Biene. Ja, also landfrauengerecht sogar. Also auf Mallorca gekauft dann. Ja, schön. Genau. Du hast hier einen Laden? Nee, ich habe meine Taschen hier bei Jenny im Laden. Okay. Genau. Und das heißt, wer jetzt hier in Cala Mayor unterwegs ist, kann das denn da auch... Genau, hier bei Jenny kaufen oder halt bei mir bestellen, wenn man eine andere Farbe haben möchte oder anderes Metall, das geht alles. Ja. Also auch was, gibt es das auch mit Hummeln drauf, so für wilde Hummeln? Müsste ich gucken, ob ich Hummeln kriege. Aber wilde Bienen schon mal. Ja, guckt euch das mal an. 7-mal wirst du die Asche sein, aber einmal auf der Erde scheint. Nur die Models bitte rein. Dürft ihr die anderen noch mal kurz rausbitten? Wir wollen gerade mit der Modenschau anfangen und danach könnt ihr gerne wieder rein. So, es geht los. Dankeschön. So, jetzt kommt ein ganz plattes Dreamteam hier. Tino und Janine. So, Janine hat ein lässiges weißes Geschnitzel-Shirt, wo nur ein kleiner Druck drauf ist. Die Hose gibt es bei uns, haben wir ganz, ganz neu drin mit einem wunderschönen Stoff. Sehr geil zu tragen, nicht wahr? Sehr gut. Ja. Der Stoff ist ja warm. Ja. Tino hat den neuen Schuh, der ist also diese Woche erst reingekommen, haben wir speziell für Arta, da ja unser neues Geschäft im Sommer höchstwahrscheinlich eröffnet in Arta, wurde der extra mitgebaut, dass wir den in Nafferleder haben. Das ist also unser hochwertigstes Modell, was wir haben. Trägt sich super, ich hatte den heute auch an. Wahnsinn.
Und Janine hat eine schöne Klatsch, die vorne mit einer schönen Schleife noch verziert ist und auch dann gut zum Festhalten ist. Ja. Und das ist der berühmte Tino-Tanz gewesen. Dankeschön. Dann kam jede Handtasche von mir ist handgenäht, ein Unikat und es steckt viel Arbeit und Liebe drin. Und sie hat noch die Ballerina an, das ist, damit ging eigentlich der Lego Arno los. So, da haben wir einmal die Christa mit dem Longpulli und der Sammy hat ein Kindershirt an. Applaus! Unser Topmodel ist Sammy. Nächste Runde, da haben wir wieder Carina und Gita. Carina hat ein Handmade-Shirt in Dresden angefertigt mit Anker drauf und schönen Karmenausschnitt. Ich bin es auch nicht gewohnt, hohe Schuhe zu tragen. Deswegen habe ich mich dafür als mein Hochzeitsschuh entschieden. Das ist der originale, also nicht der originale, den hatte ich jetzt nicht an, ne? Aber das ist der Hochzeitsschuh, den ich anhatte. Wir waren ja am Werk gewesen zur Hochzeitsreise und haben die gesagt, mit dem Hochzeitsfoto, das kommt nächstes Jahr mit in den Katalog von Lego Arno, weil ein Hochzeitskleid mit dem Schuh kommt mit rein. Wie? Ja. Das weiß ich gar nicht. Naja. So. So, dann geht's wieder weiter mit Naila und Leon. Jetzt haben wir immer ein neues Schäfchen-Shirt mit pinkem Glitzerdruck in Rosé. Und der Leon hat das Herren-Shirt an in Minton. Ja, in Minton. Ihr dürft, ja. Dankeschön. So, und dann ein Riesenapplaus wieder für Janine und Tino. Hey. Unser Dancing-Team. So. Wir waren dieses Jahr mal ganz mutig. Das ist ein Handmade-Teil, selber geschnitten, in Dresden hergestellt. Angezogen ist es wirklich der Oberburner, hätte ich anfangs wirklich gar nicht gedacht. Dann hast du die andere Hose an mit der anderen Farbe. Tino hat ein Basic-Shirt an und mit der Sweatjacke drüber. Der passende Schuh ist der Schuh zum 10-jährigen Jubiläum. Als Schlüpfschuh, den man aber noch ein bisschen anpassen kann. Und auf geht die Kraft! Ja. So, jetzt haben wir nochmal die Amelie und die Melina mit zwei schönen Zauberschildern. So, wir dürfen. So, das war unsere kleine Mondschau. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bei den Models bedanken. Habt ihr wirklich klasse gemacht. Vielen, vielen Dank. Eigentlich bitte helfe ich noch an euch, dass ich meine Models einmal kurz umziehen können in Ruhe noch und dann könnt ihr gerne wieder in den Laden springen. Ich will aus! Leo fängt an. So, das war's mal wieder. Hinter mir Dave Rob, der die Musik gemacht hat. Opening bei Jenny Deluxe. Hier ist richtig was los in Cala Major. Guckt euch mal an, hinter mir die ganzen Reservierungen. Da wird gerade gepackt. Guckt euch das mal an. Hier ist also richtig was los und natürlich jetzt den ganzen Sommer. Die Saison geht los, auch hier in Cala Major.